So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Until Dawn. Wir folgen unseren Wolfi. Unseren Wolf. Ich hoffe nicht in den sicheren Tod. Ober mir. Uiuiui. Uiuiui. Wir sind schon ganz nahe. Ich hoffe, uns passiert hier drinnen nichts. Und ich hoffe, der Wolf wird überleben. Da vorne steht er schon. Momentan geht's ihm gut. So, ich schaue trotzdem da nach hinten noch. Aber hier liegt auch kein Totem mehr. Viele können es ja nicht mehr sein, oder? Moment, ich schaue mal schnell nach. Wie viele Totems fehlen mir eigentlich? Ah, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Totems würden mir noch fehlen. Okay. Na, wir schießen nicht. Eine scheiße Ratte? Auf das schießen wir. Wie ist das Scheißvieh? So, bereit machen zum Drücken, oder? Ich habe keine Ahnung. Geradeaus, nach links, geradeaus. Lauf den Gang entlang. Okay, was wäre jetzt gewesen, wenn ich nicht geschossen hätte? Ich hätte die Kugel gespart. Wäre das Viech trotzdem weggelaufen? Kann ich hier nochmal rausgehen? Nein, ich muss die Türe aufmachen. Und wo ist der Wolf? Fuck, 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 fuck. In den Kopf. Scheiße! Scheiße! Ich hab. Ah, ich hoffe, der überlebt das. Kommt schon, Leute, beeilt euch! Wir müssen zu Mike! Na los! Hey! Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Wir lassen dich nicht hier. Nix da. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. So, wir spielen mit Ashley. Wir gehen den ganzen Weg jetzt wieder zurück, hier natürlich. Ob hier vielleicht hinten irgendwo ein Totem liegt. Irgendwelche Hinweise, sonstiges, die Kamera kommt nicht wirklich nach. Ich hoffe, Mike überlebt das. Ich hoffe es. Okay, hier ist nix. Boah, ich hoffe, Mike überlebt das. Scheiße. Und ich hoffe auch der Wolf. So, wir sind. Wo sind wir eigentlich? In einer Kanalisation? Vielleicht treffen wir ja die Teenage Mutant Ninja Turtles. Na, das war jetzt blöd, oder? Die Turtles kämpfen gegen Wendigos. Na, ist nur ein Spaß. So, um Gottes Willen. Wir bleiben bei dem Genre natürlich. Wartet's, wartet's.
Da kann man links abbiegen. Hahaha! Ich habe wieder eins gefunden. Sehr nice. So, was haben wir da oben? Das war Josh, oder? Der hat sich verwandelt in einen Wendigo. Das heißt, er hat Menschenfleisch gegessen. Gott sei Dank haben wir das gefunden. Sind es nur noch 7 Totems, die wir hier finden müssen? Shit. Mike hat sich hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja. Hier. Aber wir schauen trotzdem hier nochmal überall nach. Kann ich da nach rechts gehen? Nein. Liegt da hinten noch irgendwo was? Ich kann noch interagieren. Moment. Wartet, ich mach das nochmal. Und ich würde vorschlagen, alle guten Dinge sind 3, oder? Okay. Da können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen runter. Ich habe mir gedacht, wir sind schon in einer Kanalisation, aber nein. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ich war verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Das war eine weise Idee von ihr. Falls uns was folgt, der Wendigo kann ja das nicht aufmachen, der ist ja Gott sei Dank ja ein bisschen behindert. Aber nur ein bisschen. So, da nach hinten soll man gehen, dann auf da zu uns, Richtung zu uns geht's nicht. Okay. Hier ist nix, nix, nix. Gar nichts. Was ist eigentlich mit Matt? Wieso können wir Matt nicht spielen? Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Okay, Augenblick. Ein Wendigo kann auch die Stimmen, glaube ich, nachahmen. Von den Opfern, was es frisst. Oder kennt. Ich würde jetzt der Stimme nicht folgen. Ich würde zur Gruppe gehen. Wir bleiben bei der Gruppe.
Hallo? Ich bleib bei der Gruppe, das ist mir wesentlich sicherer. Überhaupt, ich weiß nicht, ob die wirklich überlebt hat. Die hat ja keinen Unterkiefer mehr gehabt. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin, wir schaffen es niemals darauf. Nein, 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 ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück! So, klettern oder springen? Wir springen. Und ich glaube, das vorher war Matt, oder? Das heißt, er kommt auch wieder retour. Ich hoffe, dass der Typ überlebt hat. Mit dem haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Schon. Sehr brav, Mädchen. Ich habe es voll drauf. Und wie du es drauf hast, Mädchen. Wahnsinn. So. Wohin können wir überall gehen? Da nach hinten sollen wir gehen. Haben wir irgendwo was hier liegen? Moment. So, okay, gut. Da zeigt er mir nichts an. Ich habe... Boah, die Steuerung. So, ganz ruhig. Jetzt geht's. Da liegt was. Oh. Ah, nein. Nein, nein, nein. Kann ich nochmal raufklettern? Kann ich nochmal retour? Oh, nein. Schade. Da oben war sicher ein Tote. Und ich bin nicht nach hinten gegangen. Ich hab's einfach nur gesehen und hab gleich drückt. Weil ich mir gedacht hab, da liegt eins. Naja, gut. Komische Geräusche hier unten. Ja, der Charakter hat Angst. Da runtergehen kann ich eh nicht, oder? Nein. Ja, die hat auch viel durchgemacht, die Sam. Was war das jetzt? Mit dem Spaten? Ja, und? Ach, komm schon, du kannst das schaffen. Und geht schon. Sehr brav. Nimm den gleich mit. Sehr brav, sie lasst ihn nicht fallen. Sehr, sehr brav. So. Da liegt nichts. Nix, nix, nix. Hier auch wiederum nicht. Da können wir interagieren. Geh mal nochmal davor, bitte, Mädchen.
Okay, da, ich glaube, da vorne hat es auch nichts mehr gegeben, oder? Wenn ich da jetzt da den, die Wand entlang gehe, na, da ist... Oh, wartet, kann ich da rauf? Nein. Gut, gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann mach die Türe auf, Mädchen. Das ist laut. Den Spaten nimmst du mit. Ja, brav, okay, gut. So, jetzt sind wir wieder draußen. Also draußen gefällt es mir auf jeden Fall besser als in diesen Scheißminen. Okay. Wo lang? Ja, das ist jetzt die Frage. Entweder nach links oder nach rechts. Okay, vielleicht tut sich ja der Pfad wieder da verbinden. Ich gehe mal den anderen Weg lang. Vielleicht liegt da ein Totem. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier halt viele Möglichkeiten, hier uns zu bewegen. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aha, jetzt kann ich nach links gehen und nach rechts wieder. Ich gehe mal nach links. Ah, schaut's mal. Ja, aber was? Oh, ach so, weil es leer ist, weil es... Okay, 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 verstehe. Dann brauchen wir das nicht sein, ja? Dann lassen wir das da. Spaten nehmen wir uns mit. Ja, besser als nichts, auch wenn ich ihn nicht damit verletzen könnte. Okay. Ganz kurz runter. Genau, hier wäre ich runterkommen. So. Und nein, wo bist denn jetzt? Da bist. So, diesmal halten wir uns nur rechts. Also jetzt gehen wir noch einmal den Weg da rechts entlang. Und anstatt dass wir links abbiegen, gehen wir dann wieder rechts. So, jetzt rechts. Da haben wir eine Brücke, okay. Aber auch hier wiederum kein Totem. Hier können wir interagieren mit der Tür. Darauf gehen können wir nicht. Das ist eine unsichtbare Wand. Okay, mach mal die Tür auf. Achso, aufbrechen. Gut, da ist nichts. Ja, das habe ich kommen sehen. Vielleicht kommt ja Sam Mike zu Hilfe. Wer weiß das schon so genau? Moment, wir werden es bald herausfinden. Ja, tatsächlich, sehr gut. Gott sei Dank. Auf die Fässer schießen, auf die Fässer. Okay. So los, komm schon los jetzt!
du Marshmallows? Zum Beispiel suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ja. Ah! Emily! Jessica! Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen! Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, oh Gott! Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Oh Gott, so los! Komm schon, los jetzt! Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt. Als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Ich vertraue euch. Was? Wir dürfen mit Josh spielen? Das machen wir aber erst im nächsten Part. 25 Minuten sind genug. Urleibernd, dass der Mike überlebt hat. So wie ich es mir gedacht habe. Sam kommt ihm zu Hilfe und wir haben wieder einen Wendigo vernichtet. Gott sei Dank. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir ihn spielen. Was mit Matt ist? Ich hätte mir vorher gedacht, der Typ, der runtergeflogen ist von der Klippe oder was auch immer das sein soll, in diesen Berg hinein, das wäre Matt gewesen. Aber nein, das war Josh. Ich bin aber, was ist mit Matt? Bis jetzt ist er nicht gekommen. Ist er tot? Kommt er wieder? Ich habe keine Ahnung.
Was ist mit Jessica? Die haben wir rufen gehört. Wir sind aber bei der Gruppe geblieben mit Ashley. Also man kann das Spiel auf mehrere Methoden durchspielen. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.